So kometenhaft es mit der Piratenpartei nach oben ging, so steil ist jetzt ihr Absturz. Für viele Piraten ist ihr Geschäftsführer das Gesicht der Krise. Jetzt hat Johannes Ponada seinen Rücktritt angekündigt. Um die Partei fit für den Bundestagswahlkampf zu machen, hatte er vorgeschlagen, den kompletten Vorstand neu zu wählen, was die Basis allerdings ablehnte. Nils Schneider und Roman Leskova. Seit Monaten geht es fast nur noch um ihn bei den Piraten. Johannes Ponada, politischer Geschäftsführer. Der Umgang mit ihm zeigt den Zustand der Partei. Personalquerelen statt inhaltlicher Profilierung. Ponada sorgte mit zweifelhaften Talkshow-Auftritten, ohne Socken und mit Smartphone in der Hand, für parteiinterne Kritik. Auch ein Spendenaufruf für den 36-Jährigen irritierte. Statt Hartz IV sollten Parteimitglieder vorübergehend seine Existenz sichern. Nun also kündigt er an, seinen Posten aufgeben zu wollen. Doch selbst dieser Schritt wird unterschiedlich bewertet. Ich glaube, dass der angekündigte Rücktritt dazu führen wird, dass wir in der Partei insgesamt mehr Ruhe finden werden und dass wir uns jetzt konzentrieren können auf Ziele, Inhalte. Da Herr Ponada bis jetzt noch nicht zurückgetreten ist und auch was seine Absichten den nächsten Bundesparteitag betreffend angeht, ziemlich unklar bleibt, bedeutet seine Ankündigung für die Piratenpartei erstmal gar nichts. Die Entwicklung der Piraten war rasant. Einzug in einige Landesparlamente, ein Umfragehoch nach dem nächsten. Bundesweit lagen sie mal bei 9%. Doch seit letztem Frühsommer geht es bergab. Momentan noch 2%. Das größte Problem der Piratenpartei ist, dass sie immer noch nicht genau weiß, wo sie hin will. Ist sie eine liberale Partei? Ist sie eine linke Partei? Da müsste sie sich entscheiden und dann eben auch ihr Programm entsprechend ausbauen und dann eben auch sich von denen trennen, die mit diesem Kurs nicht einverstanden sind. Vor der Kamera äußerte sich Ponada heute nicht. In seinem Blog hieß es, er wolle Verantwortung übernehmen und Konflikte im Vorstand entspannen. Auf dem Parteitag im Mai wollen die Piraten die Nachfolge klären.